Die Zwölfe zum Gruße und willkommen zurück zu Let's Play Sternschweif. Wir sind auf der mittleren Etage der Ork-Festung. Hier ist der Gefängnistrakt. Ich weiß jetzt nicht genau in welcher, aber in einer von den Zellen hier müsste das, meine ich, gewesen sein. Den oder den ist, wenn man aus Lovang rausgeht und dann dieser mächtige Kampf gegen die Magier kommt, man nicht gegen die kämpfen kann, weil man keine so hohe Magieresistenz hat oder das nicht weiß, dann kriegt man den Salamanderstein abgenommen. Und die Magier werden aber von den Orks irgendwo unterwegs überfallen und dann ist hier irgendwo der tote Magier drin mit dem Salamanderstein. Man kann ihn also hier wiederkriegen. Nur so als Tipp am Rande. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt hier im restlichen Teil dieser Festung ist. Nach Westen geht's hier raus. Genau, dann sind wir wieder da. Schauen wir, was wir hier noch haben. Alkohol, jede Menge Alkohol. So, ich zeige euch jetzt mal den zweiten, den Krieger. Da speichere ich aber kurz vorher. Sind wir? Weil ich dann neu laden werde. Ich werde ihn nämlich mal kurz austauschen gegen den Antaron. Neu, ja. Let's Play 67. Damit ihr das seht, was dann passiert. Das ist mich ganz lustig gemacht. Ah, Praudan von Tann. Ronda sei Dank, keine Orks. Seit mehr als 6 Wochen hält man mich nun schon in diesem finsteren Gemäuer fest, ohne dass mir Aufsicht auf Flucht oder Hilfe zuteil wurde. Doch entschuldigt, ich ließ mich gehen. Praudan von Tann, mein Name. Hauptmann der Garde seiner Hoheit des Königs von Tiefusen. Erlaubt mir, mit euch zu ziehen und mein Schwert sei eures. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich wurde auf einem Patrouillenritt gefangen gesetzt. Wohl 1,5 Monde ist es her. Alle meine Mannen wurden erschlagen und ich in diesen finsteren Verlies verschleppt. Seitdem hat man mich verhört, um meine Kriegswissen zu erlangen. Ich kann nur sagen, dass diese unterirdische Anlage von hohem Alter ist und dass sich am Nordende des Ganges die Folterkammer und am Südende wohl eine Küche befindet. Nun, wie ist es? Benötigt ihr einen zusätzlichen Kämpfer? Also der ist sehr, sehr mächtig. Das ist ein Krieger Stufe 17. Das ist hammerhart. Ja, sei uns willkommen. Wohl dann. Da haben wir ihn. Und wir haben den anderen zurückgelassen jetzt. Einfach mal nur zu zeigen. Hier ist er. Nach Stufe 13 ist er, nicht 17. Stufe 13. Aber das ist trotzdem ordentlich. Körperkraft 18 und so. Sehr, sehr guter Kämpfer. Würde ich auch gerne mitnehmen. Problem ist, das zeige ich euch jetzt. Kurz hier noch. Da kann man noch was dran finden. Das silberne Amulett. Wenn man jetzt rastet. Ja, 14 Stunden. Die regenerieren die Lebenspunkte nicht mehr so gut. Und besonders nach dem Kampf merkt man das dann, wenn er besonders Energie verloren hat. Ich will euch nicht verlassen. Allein bin ich doch verloren. Ihr könnt mich doch nicht einfach meinem Schicksal überlassen. Mein Praudan entsetzt. Wollt ihr ihn trotzdem wegschicken? Ja. Na gut, wenn ihr mich unbedingt loshaben wollt, schüttelt mir wenigstens noch einmal die Hand zum Abschied. Mit diesen Worten geht Praudan auf Jamila Azilla zu und schüttelt ihre Hand.
Prariodan saugt Yamela Azillas Lebensenergie in sich auf. Kein Wunder, dass er dabei ein glückliches Gesicht, Kein Wunder, dass er dabei ein glückliches Gesicht, glückliche Gesichter macht. Komisch, das ist ein Rechtschreibfehler wohl. Schließlich wandelt sich der Gestaltenwander in eine Fledermaus und flattert davon. Tschung! Ganz viele Gesichter gerade gehabt. Der Drecksack, es war ein Gestaltenwandler. Nein, nicht drucken. So, dann laden wir mal neu. Wir behalten natürlich den Antaron dabei. Gehen trotzdem hier rein. Hallihallöchen. Den Kampf alleine. Ach, Zufallskampf. So. Was haben wir denn hier? Nach einigen Wühlen im fauligen Stroh entdeckt ihr ein kleines silbernes Amulett. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Gegenstand benutzen, nochmal die Waffen reparieren. Das Arax-Gift. Ja, wir sind wieder mal rappelvoll. Hier, Spiegelamulett. Das untersucht jetzt mal die Nahema. Zaubersprechen. Hellsicht. Analyse. Wo ist es? Spiegelamulett. Tut mir leid, ich kann nicht sagen, was für ein Zauber angewendet wurde. Ah, was ist das denn? Dann versuchen wir es später nochmal. Ich meine, das reflektiert den Zauber, den man, von dem man getroffen wird. Was fehlt uns hier noch? Da haben wir alles erforscht. Da fehlt ein Stück. Und da unten fehlt noch ein Stück. Latrine. Lass uns mal das Ding hier versuchen. Dafür haben wir den Speer eben bekommen. Der Millerzeller nimmt sich den Speer und beginnt damit in die Öffnung herumzustochern, bis ihr ein scharfes Klicken hört und plötzlich unter lautem Getöse vor euch die Wand im Boden versinkt. Sehr gut. Den brauchen wir jetzt nicht mehr, den Speer. Da ist er. Weg damit. Wegwerfen. Ja, wir haben massig Zeug dabei. Gehen wir doch mal hier rein. Da oben hätten wir noch was machen können. Aber jetzt gehen wir hier, ist nochmal ein größerer Bereich jetzt, der kommt. Hier ist der Boden mit Geröll übersät und ein seltsamer, scharfer Geruch liegt in der Luft. Ich rieche Höhlenspinnen, warnt euch Tarnes Drachenblut. Das hat uns zu unserem Glück gerade noch gefehlt. Okay, und da sehen wir auch schon das erste Netz. Ein bisschen Platz hier schaffen. Angstgift. Und wir müssen einen Säbel hier vorne hin. Hier auf dem Boden könnt ihr einen Haufen Unrat erkennen. In dem sich offensichtlich etwas bewegt, wollt ihr näher untersuchen? Ungern. Nein. Vor euch öffnet sich eine große natürliche Höhle. Ein beißender Gestank dringt in eure Nasen. Aha, Schröter.
Aber keine Chance. Noch mehr Schröter. Da klettern wir nicht hinauf. Da geht's dann ein Stockwerk höher. Und kommen aus der Kloake wieder raus. Ekelhaft. Das werden wir aber nicht tun. Den schauen wir uns mal genauer an. Konnten nichts entdecken, okay. Gab's da irgendwo noch einen? So weit, so gut. Mit mächtigen Hieben zerteilt ihr die klebrige, nahezu fingerdicken Fäden des Netzes. Supi. Hab ich in den Weg frei gemacht. Gerade gucken, der hat nicht mehr den Bogen drin. Sie hat keine Wurfsterne mehr. Kommen natürlich alle rüber. Geben wir ihr mal eine Filiole. Fernkampfwaffe ausrüsten. Sie bräuchte ein Filiolchen hier, das Schlafgift. Okay, wir können es nicht zerteilen. Woran liegt das? Da müssen wir jetzt erstmal hier sowieso speichern. Zeit wiederum. Da überspeichern wir aber den. Das ist der. Die Zwölfe mit euch. Nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.